Ich rufe also diesen Punkt Nummer 39 auf, das ist die Drucksache 19/5744 zu Drucksache 19/5237. Berichterstatter ist der Abgeordnete Decker. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zur Vorbereitung der zweiten Lesung vortragen. Erstens. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Und zweitens. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum zu den Einzelplänen, die folgenden Beschlüsse zu fassen, die ich Ihnen jetzt nicht vortrage. Sie finden sie im Einzelnen in der Drucksache 19/5744. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, bevor wir in die Aussprache zu 02 eintreten, einige geschäftsleitende Anmerkungen. Wie Sie dem Top 39 entnehmen können, der Tagesordnung und der Anlage zu Top 39 werden die verschiedenen Tagesordnungspunkte mit Einzelplänen aufgerufen. Die Abstimmung über die Einzelpläne findet vereinbarungsgemäß erst nach Ende der Beratung über alle Einzelpläne statt. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Generaldebatte heute abzuhalten und die Beratung der anderen Einzelpläne am morgigen Mittwoch vorzunehmen. Die Abstimmung der Einzelpläne und die dazu aufgerufenen Tagesordnungspunkte finden vereinbarungsgemäß am Donnerstag um 9 Uhr statt. Der Anlage zur Top 39 können Sie ebenfalls entnehmen, dass sich die Fraktion im Ältestenrat auf eine Redezeit von 40 Minuten pro Fraktion für den Einzelplan 02 und 80 Minuten für die Einzelpläne 01, 03 bis 15 ohne Begrenzung der einzelnen Rednerin oder des einzelnen Redners bei der Aussprache über den jeweiligen Einzelplan verständigt haben. Um uns hier oben das Geschäft zu erleichtern, haben die Fraktionen für die Einzelpläne 01 und 03 bis 15 eine Redezeit angemeldet. Diese Gesamtredezeitliste liegt mir vor, und wir helfen Ihnen dabei, sie einzuhalten. Ferner hat der Ältestenrat beschlossen, dass beim Einzelplan 02 Kurzinterventionen ohne Anrechnung auf die Redezeit zugelassen werden. Jetzt rufe ich vereinbarungsgemäß den Einzelplan 02 der Tagesordnung auf. Und dazu erteile ich nunmehr dem Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der SPD, Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel, das Wort. Sie haben 4 Minuten Redezeit. Bitte schön. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Traditionell ist die zweite Lesung des Haushalts, die Generalaussprache, nicht nur zum Haushalt selbst, sondern über die Grundbedingungen und Grundleitlinien der Politik in Hessen und in diesem Fall im Jahr vor der Landtagswahl ganz sicherlich auch ein Stück weit eine Gesamtbewertung der letzten 4 Jahre in dieser Legislaturperiode. Und ich will ganz an den Anfang deswegen einige Bemerkungen machen, dass wir nämlich in einer Zeit der Alternativlosigkeit, in der sich manche in diesen Tagen, Wochen, Monaten fühlen, ich glaube, in Hessen überhaupt keinen Anlass haben, eine solche Bewertung vorzunehmen. Ich glaube, dass es sehr viele Alternativen zu bestehenden und realen Politik in Hessen gibt. Und es wird ein Stück weit auch an mir liegen, dazu ein paar Bemerkungen am heutigen Tag zu machen. Ich will beginnen, ganz bewusst und ausdrücklich, weil es für uns das wichtigste Thema ist, mit guter Bildung. Gute Bildung ist für uns Zukunft. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder unterstrichen in diesem Landtag. Und wir haben ganz bewusst vor wenigen Tagen, und da bin ich sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist, nach vielen intensiven Debatten innerhalb der Sozialdemokratie mit vielen Verbänden der frühkindlichen Erziehung, der kommunalen Ebene, von Eltern und vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern ein Gesetz für Chancengleichheit und Qualitätsverbesserung vorgelegt. Ein Gesetz, das aus unserer Sicht der erste Baustein für den Hessenplan, den wir seit einem Jahr hier ins Zentrum unserer Überlegungen gestellt haben, sehen. Einen ersten Baustein, mit dem wir erstens einen großen Wurf für Kinder, zweitens einen großen Wurf für die Eltern, drittens einen großen Wurf für Erzieherinnen und Erzieher und letztlich eben auch einen großen Wurf für Kommunen in Hessen vorgelegt haben. Dieses Gesetz für Chancengleichheit und Qualitätsverbesserung unterscheidet sich erheblich von dem, was
in einer Art politischen Notwehrreaktion in den letzten Monaten die derzeitige Landesregierung hier vorgelegt hat. Das Ziel unseres Gesetzentwurfs ist vollständige Gebührenfreiheit ab dem vollendeten Lebensjahr. Um nicht mehr und nicht weniger geht es. Es geht zweitens um Qualitätsverbesserung, unter anderem dadurch, dass wir Leitungszeiten freistellen und pädagogische Zeiten in den Einrichtungen zur Verfügung stellen. Drittens dadurch, dass wir Entbürokratisierung des Bürokratiemonsters KiföG endlich auf den Weg bringen und letztlich, indem wir eine nahezu revolutionäre Finanzierung für den Bereich der frühkindlichen Bildung in Hessen vorlegen und damit ein Paket auf den Tisch legen, das am Ende auch viele der Sorgen auf der kommunalen Seite bei dieser großen gesamtstaatlichen Aufgabe, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Stärkung der frühkindlichen Erziehung zu stärken, mit denen die Kommunen allzu oft in den letzten Jahren allein gelassen wurden. Um nicht mehr und nicht weniger geht es. Wir pressen dabei auch ausdrücklich, anders als die derzeitige Landesregierung und der Ministerpräsident, nicht Eltern in eine Schublade, indem wir erklären, dass 6 Stunden Betreuung sozusagen das Kindergarten-Normalverhältnis sei. Die durchschnittliche Betreuungszeit in Hessen beträgt deutlich mehr, nämlich 7,5. Und deswegen ist das eine willkürliche Grenzziehung, die eine familienpolitische und gleichstellungspolitische Vorstellung offenbart, die ausdrücklich nicht unsere ist. Und deswegen sind wir froh, dieses Gesetz vorgelegt zu haben. Und weil wir das ernst meinen und nicht nur taktisch, werden wir am Freitag zusätzlich einen Gesetzentwurf einbringen zur Verfassungsänderung. Weil wir wollen, dass gebührenfreie Bildung von Anfang an gilt, und zwar nicht nur vor Landtagswahlen als taktischem Instrument. Wir wollen, dass es ernst gemeint ist. Wir wollen, dass es ernst gemeint wird und deswegen dieser Anspruch in die Verfassung geschrieben wird. Und ich hoffe sehr, dass wir auch mit Blick auf die Debatten, die wir in den letzten Monaten hatten, da vielleicht doch noch ein bisschen mehr kommen, weil es eben nicht um Taktik geht, sondern um Überzeugung. Ich will aber nicht nur über frühkindliche Bildung im Rahmen dieser Generalaussprache reden. Ich will ausdrücklich mehr in den Blick nehmen. Sie, Herr Bouffier, Sie als CDU-geführte Landesregierung doktern inzwischen seit 18 Jahren am Bildungssystem in Hessen herum. 18 Jahre, in denen Sie nahezu jedes Jahr irgendeine neue Sau durchs Dorf treiben, eine Reform nach der anderen, die Sie teilweise anschließend wieder einräumen mussten, in der Sie aber die wesentlichen Befunde der Bildungsforschung zum Zusammenhang zwischen Herkunft auf der einen Seite und Bildungsweg von Kindern nicht beenden konnten. Die große Chance am Anfang dieser Periode war der Bildungsgipfel. Es war das große Kernanliegen auch von Bündnis 90 die Grünen, in dieser Koalition ähnlich wie in anderen Bundesländern eine Art Konsens in der Bildungspolitik zu erreichen. Und ich will das offen sagen, mit Blick auf das, was wir damals auch mit Grünen beispielsweise in den Debatten diskutiert haben, aber auch mit Blick auf die Arbeit des Kultusministers, wir wären da am Ende ziemlich weit gekommen, wenn nicht gegen Ende der Beratung Volker der Bestimmer gekommen wäre und auf dem JU-Landestag erklärt hat, was mit ihm gerade gar nicht geht. Und er damit monatelange Arbeit des Bildungsgipfels in die Tonne getreten hat, die Anstrengungen, sich wechselseitig aufeinander zuzubewegen, beendet hat, weil er der Auffassung war, dass die Bildungspolitik auch in Zukunft ein Feld sein muss, in dem es möglichst viel Kontroverse gibt, und er der Auffassung ist, dass all die Vorstellungen, z.B. zum Thema Ganztagsschule, die wir anschließend im Flüchtlingspaket miteinander verhandelt und beschlossen haben, dass das alles des Teufels sei, pädagogisch nicht akzeptabel sei. Und deswegen trägt der Ministerpräsident bis heute persönlich die Verantwortung dafür, dass dieser Weg gescheitert ist. Übrigens, eine der wenigen Vereinbarungen, die wir im Rahmen des Bildungsgipfels wirklich inhaltlich beschließen konnten, war, dass die berufliche Orientierung und die Berufsbildung in gymnasialen Bildungsgängen gestärkt werden soll.
unter anderem, weil wir allesamt davon überzeugt waren, dass es richtig ist, dass gerade gymnasiale Bildung in Zeiten einer sich dramatisch verändernden Arbeitswelt nicht nur für die allgemeine Hochschulreife zuständig ist, sondern die deutlich gestiegenen Bildungsanforderungen auch im Bereich der dualen Ausbildung mit aufnehmen muss. Es war das Einzige, über das im Kern Konsens bestand. Und bis heute ist diese Landesregierung jede konkrete Maßnahme zur Stärkung der Berufsorientierung und beruflichen Bildung in gymnasialen Bildungsgängen schuldig geblieben. Und ich will es offen sagen, das halte ich für nicht akzeptabel. Das muss sich ändern, weil die Kernaufgabe auch der gymnasialen Bildungsgänge sein muss, gleichberechtigt zu qualifizieren, sowohl für die duale Ausbildung als auch für die akademische. Eines Ihrer Lieblingspakete und Projekte in dieser Periode war der Pakt für Nachmittagsbetreuung. Als das Kernprojekt, endlich einen Konflikt zwischen Betreuung und Ganztagsschule zu beenden, zu stärken, und wenn ich mir anschaue, was da am Ende herausgekommen ist, ist es sicherlich so, dass die eine oder andere Schule sich auf den Weg gemacht hat, in diesen Pakt für Nachmittagsbetreuung zu gehen. Aber wenn ich mir die Summe der Schulen anschaue, die Ganztagsbetreuung, ganztägige Bildung, um mal die unterschiedlichsten Konzeptionen mit einzuinkludieren, dass wir da keinen wirklich großen Schritt vorangegangen sind. Sondern im Kern haben die einen Schulen das eine System der Ganztagsbetreuung gewechselt in ein anderes, das besser ausgestattet ist. Aber im Kern sind wir wenige Schritte vorangekommen. Wenn diese Ausbauschritte so weitergehen, werden wir noch viele zig Jahre brauchen, bevor wir den Bedarf an Ganztagsbildung, an Ganztagsschule in Hessen decken werden. Und deswegen will ich das an dieser Stelle ausdrücklich ankündigen. Für uns ist und bleibt der Ausbau echter Ganztagsschulen ein Herzensanliegen. Wir freuen uns nach wie vor, dass es dazu kommen konnte, dass wir im Rahmen des großen Flüchtlingspakets eine Vielzahl von Schulen zumindest theoretisch ermöglichen konnten, in die Ganztagsschulenkonzeption der Stufe 3 einzusteigen. Allerdings wissen wir auch, dass es ja keine Hinleitung dazu gibt. Diejenigen, die sich durch den Zuständigkeitsdschungel und die Widerstände auch der Bildungsbürokratie kämpfen, können am Ende möglicherweise darauf hoffen, dass sie dabei sind. Aber eine wirkliche Hinleitung zum Umbau, zu mehr Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung gibt es in Ihrem Haus, Herr Lorz, ausdrücklich nicht. Für uns bleibt es aber ein wichtiges Instrument, auch um den Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg zu reduzieren. Und deswegen bleibt es bei uns auch so, dass wir dem Ausbau von Ganztagsschulen in der nächsten Periode, wenn wir regieren, und das ist unser erklärtes Ziel, eine absolute Priorität in der Bildungspolitik einräumen. Wir werden in einem Hessenplan Ausbauziele für die Ganztagsschule definieren, die klar und nachvollziehbar sind. Wir werden sie reduzieren müssen. Entgegen dem Anspruch, den wir in der letzten Legislatur oder für diese Legislaturperiode hatten, von 100 Ganztagsschulen pro Jahr auf etwa die Hälfte, das ist das, was wir im Moment als realistische Zahl ansehen, nicht, weil wir nicht mehr wollten, Herr Lorz, sondern schlicht und einfach, weil im Bereich der Lehrerausbildung und der Qualifizierung in den letzten Jahren so viel Untätigkeit existiert, dass wir schlicht und einfach das Lehrpersonal nicht dafür haben werden, das dringend notwendig ist. Auch das ist eine Verantwortung, die auf Ihr Konto geht, Herr Lorz. Im Rahmen unserer Ideen zu guter Bildung für die Zukunft bleibt auch ein Anliegen, einen in der Tat krassen Widerspruch in der Bildungslandschaft zu beenden. Das gilt erstens für das Thema befristete Arbeit von Lehrkräften und die sogenannten Sommerferienentlassungen und Befristungen, die für uns nach wie vor ein Ärgernis sind und für die Betroffenen im Übrigen eine Zumutung. Genauso wie unser großes Ziel, im Bereich der Lehrerbezahlung zwischen Grundschule und weiterführenden Schulen endlich eine notwendige Veränderung herbeizuführen. Wir wissen sehr wohl, dass das keine Frage ist, die kurzfristig, schnell und einfach herzustellen ist. Aber die Begründung dafür, dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer völlig anders bezahlt werden als andere, die ist schon lange nicht mehr nachvollziehbar.
Und erst recht, wenn die Ausbildungsgänge endlich angepasst werden, was längst überfällig ist, gibt es dafür überhaupt keine Begründung mehr. Wir hätten übrigens gerne im Rahmen der heutigen Regierungsdebatte auch über den Integrationsplan, der seit 4 Jahren angekündigt wird, diskutiert. Ich bin sehr gespannt, was in dieser Woche noch passiert, ob es in dieser Periode überhaupt noch etwas wird. Wir wissen natürlich, dass die inhaltlichen Unterschiede, die konzeptionellen Unterschiede zwischen Union auf der einen Seite und Bündnis 90 die Grünen in diesem Feld gravierend sind. Und wir haben ein Gefühl dafür, wie scharf Debatten in den letzten Monaten dazu waren. Wir sind ja auch alle wechselseitig miteinander im Gespräch. Aber ich will das sagen. Wir erwarten schon, dass Sie endlich irgendwann mit diesem Plan um die Ecke kommen, damit wir sinnvoll über diese großen Fragen diskutieren können. Wir warten schon ziemlich lange, Herr Grüttner, und wir sind sehr gespannt, ob er jetzt die nächsten Tage kommt. Ich bin sehr gespannt. Das stimmt, ich war in der Tat nicht da, Herr Grüttner, und Sie wissen auch, warum. Dann ist ja gut. Dann hätten Sie sich den Zwischenruf vielleicht auch sparen können. Damit komme ich zum letzten Punkt. Ja, es ist ja so, wenn er weiß, warum ich nicht da bin, braucht er sozusagen nicht an der Stelle den Rechtfertigungspunkt beschreiben. Aber zur politischen Kultur komme ich am Ende, Herr Reif. Damit komme ich zum letzten und zur größten Aufgabe oder zu einer der größten Aufgaben in der Bildungspolitik in den nächsten Jahren. Das ist die Umstellung im Zusammenhang mit digitaler Bildung. Und in der Tat, das Ziel muss sein, aus dem Kreidezeitalter auch in die Digitalisierung in den Schulen überzutreten. Das ist aber am Ende ausdrücklich nicht nur eine Frage von Smartboards und anderen technischen Ausstattungen. Und wir können derzeit ausdrücklich gar nicht erkennen, an welcher Stelle sozusagen die Initiativen dieser Landesregierung hinsteuern. Wir sehen im Moment nicht, in welcher Art und Weise Sie den Anforderungen der Digitalisierung sowohl in den Lehrplänen als auch in der Aus- und Weiterbildung und in der Erstausbildung von Lehrkräften bis hin zur technischen Ausstattung gerecht werden wollen. Auch das wäre Gelegenheit gewesen, schon im Rahmen von Regierungserklärungen, die ja in diesem Halbjahr schon eine Rolle gespielt hätten, mal darzustellen. Da kommt aber ebenfalls nichts. Und deswegen bleibt am Ende des bildungspolitischen Teils nur zu sagen, gute Bildung muss man nicht nur wollen, man muss sie auch können, Herr Lotz. Womit ich zum zweiten Schwerpunkt kommen möchte in dieser Haushaltsdebatte, einer zweiten großen Aufgabe, die uns in dieser nächsten Periode noch mehr befordern wird als in dieser, das ist das Thema bezahlbares Wohnen. Wohnen, das sich jeder leisten können muss. Und auch beim bezahlbaren Wohnen gilt, man muss es nicht nur wollen, man muss es auch können. Herr Bouffier, Sie und Ihre Regierung und die Union regieren in Hessen jetzt seit 18 Jahren. Was ist die Bilanz in diesen 18 Jahren? Die Anzahl der Sozialwohnungen hat sich von über 180.000 Wohneinheiten auf knapp über 90.000 Wohneinheiten nahezu halbiert. 18 Jahre Wirken einer CDU-geführten Landesregierung führt dazu, dass die Frage des bezahlbaren Wohnraums eine der drängendsten Infrastruktur- und sozialpolitischen Fragen unseres Landes wird. Länder wie Hamburg machen Ihnen in diesen Jahren vor, wie man es hätte auch machen können, mit all den notwendigen Aktionen beim Wohnungsbau. Und da hilft auch nicht Ihre Tonnenideologie, mit der Sie sozusagen ständig versuchen, Programme zu verkaufen, deren Wirksamkeit übersichtlich ist. Es hilft am Ende nur mit intensivstem Haushaltseinsatz bauen, bauen, bauen. Es verwundert mich schon, dass im Rahmen der originären Landesmittel im Haushalt Sie die Haushaltsmittel zwar für 2018 erhöhen, aber der Haushaltsansatz im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in 2019 sinkt. Das verwundert mich umso mehr, als ab 2020 die originäre Zuständigkeit nach den Vereinbarungen der Föderalismusreformen, die Zuständigkeit für den bezahlbaren Wohnraum, ausschließlich bei den Bundesländern liegt und sie sich
nicht mehr über große Programme, zumindest wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist. Wir haben dazu andere Vorschläge auf Bundesebene gemacht, zu denen sich aber noch niemand committed hat. Wenn es am Ende zu keinen Veränderungen kommt, ich nicht erkennen kann, wie Sie weiterhin große Programme auflegen wollen. Und deswegen wird die Frage des Wohnungsbaus ein ganz großes Thema in den nächsten Jahren bleiben, weil die Wohnungen, die nicht gebaut werden, werden uns in Zukunft nicht zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass wir am Ende alleine den Anteil des Landes an gefördertem Wohnungsbau um 50% Minimum erhöhen müssen, um am Ende überhaupt auch nur ansatzweise eine Chance zu haben, den Bedarf an sozialem Wohnungsraum und bezahlbaren Wohnungsraum jenseits des Wohnberechtigungsscheines überhaupt zu erfüllen. Und es ist geradezu grotesk, dass in dieser Phase das Frankfurter Polizeipräsidium, das nun wirklich ein gutes Beispiel dafür wäre, gerade weil es seit vielen Jahren leer steht, zu nutzen, um die eigenen Ansprüche der Wohnungsbauministerin an die Kommunen, nämlich öffentliches Gelände, verbilligt abzugeben für bezahlbaren Wohnraum, diesen Anspruch für sich selbst gelten zu lassen. Das genaue Gegenteil passiert aber. Das genaue Gegenteil passiert. Sie kennen die Immobilie besser als viele andere in diesem Haus. Sie wissen, dass wir seit vielen Jahren darüber reden. Von Verbilligung bei dieser Immobilie kann überhaupt keine Rede sein. Der Finanzminister generiert sich hier wie der beste Immobilienspekulant in Frankfurt und will höchstbietend das Gelände verkaufen, damit die Landeskasse am besten stimmt, aber gleichzeitig den Kommunen zu sagen, ihr müsst aber eure Gebiete völlig zu Recht, wie ich finde, verbilligt abgeben. Ich finde, an der Stelle muss der Anspruch, der gegenüber den Kommunen zu Recht geltend gemacht wird, auch gegenüber dem Land gelten. Und deswegen erwarten wir von Ihnen, Herr Finanzminister, dass Sie dieses unrühmliche Spiel beenden. Und wenn ich schon bei Ihnen bin, Sie haben ja eine Eigenmarketingabteilung, die ist großartig. Und ich erlaube mir heute dazu ein paar Bemerkungen zu machen. Sie haben sich ja jetzt selbst neulich in einer Veröffentlichung als eierlegende Wollmilchsau bezeichnet. Ich bin nicht sicher, ob das so klug war. Weil Sie wissen ja inzwischen wahrscheinlich auch, weil Sie Zeitungen lesen, auf wen das zurückgeht, nämlich auf ein Gedicht über die eierlegende Wollsau des DDR-Schriftstellers Renn, der dieses Gedicht 1955 erstmals veröffentlichte. Und ich will Ihnen die entscheidenden Passagen dieses Gedichtes hier einmal vorhalten und vorlesen, damit es eine vernünftige Einordnung gibt. Dort heißt es am Ende, und er schuf ein Huhn, das mähte, und ein Schwein, das morgens krähte, doch die Eier waren braun, schlecht zu riechen und zu schauen. Das ist die Bilanz der eierlegenden Wollsau. Und ich erwähne das deswegen, weil das, was Sie hier im Bereich des Frankfurter Polizeipräsidiums tun, ein Paradebeispiel dafür ist, dass diese Selbstausrufung der eierlegenden Wollmilchsau, die alles kann, die alles beherrscht, die unfehlbar ist, in das Gegenteil verkehrt. Und jetzt habe ich noch nicht über Ihre Initiativen zum Thema Cum-Cum und den Versuch, hinter den dafür vorgesehenen Strukturen, wir haben uns darüber mehrfach ausgetauscht, den Versuch zu machen, diese Problematik im Sinne von ein paar Akteuren zu regeln und noch eine ganze Reihe von anderen Initiativen, einschließlich des wirklich brillanten Vorschlags von Ihnen, dass Sie sich zum Chefaufklärer und zentralen Aufklärer im Rahmen der Paradise Papers machen. Das war wirklich fast ein Husarenstück von Ihnen. Und ich erinnere daran, dass Sie, Herr Finanzminister, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten hier jahrelang nicht müde wurden, zu erklären, warum beispielsweise der Ankauf von Steuer-CDs im Rahmen des Schweizer Steuerabkommens, die Nichtumsetzung des Schweizer Steuerabkommens, worüber wir heilfroh sein können, weil es den öffentlichen Kassen ziemlich viel zusätzliche Mittel gebracht hat, dass Sie das alles gegen jeden Widerstand durchsetzen wollten, dass Sie jeden Ankauf als kriminellen Akt diskriminiert haben. Und jetzt
machen ausgerechnet Sie sich zum Chefaufklärer in den Paradise Papers. Ich muss Ihnen sagen, der Anspruch der eierlegenden Wollmilchsau ist selten so konterkariert worden wie durch dieses Verhalten. Womit ich zum dritten Punkt komme, der Mobilität. Auch darüber haben wir in den letzten Wochen mehrfach geredet, und es bleibt dabei, auch dieses Thema wird für uns ein wichtiges sein, und es ist der dritte Baustein unseres Hessenplans. Staufreies Hessen, mein Lieblingsthema. Und ich will Sie zumindest mit wenigen Zahlen heute nur, die anderen Zahlen haben wir die letzte Zeit schon vorgetragen. Ich will darauf hinweisen, dass 2014 es in Hessen eine Gesamtstauzeit von 25.700 Stunden gab, in 2015 von 28.900 Stunden, in 2016 von 31.600 Stunden. Nur in Hessen. Sinnlos verlorene Zeit. Und demgegenüber steht eine Verkehrs- und Mobilitätspolitik, eine Verkehrswendepolitik, die am Ende nur aus Stückwert besteht. Der Leitspruch des Verkehrsministers Sanierung vor Neubau ist angesichts der Verhältnisse, in denen wir sind, nicht aufrechtzuerhalten. Wir werden mit Blick auf die Zuwanderungssituation in Frankfurt-Rhein-Main, aber auch im Großraum Kassel, Ausbauprogramme brauchen, mit einem Schwerpunkt auf den schienengebundenen ÖPNV. Aber nicht ausschließlich, um das auch gleich dazu zu sagen. Und ich will zumindest mit Blick auf den Odenwaldkreis, aber auch das Marburger Hinterland, Teile des Lahn-Dill-Kreises, Waldeck-Frankenberg, um nur einige Beispiele zu nennen, darauf hinweisen, dass diese Regionen auf eine bessere verkehrliche Anbindung warten, dass sie sie einfordern. Übrigens, der Wunsch, ein paar Hotspots in diese Region zu bringen, wird diesen Anspruch nicht konterkarieren. Ihre Botschaft aber ist, dass in den nächsten 5 Jahren im Odenwaldkreis mal gerade gar nichts passiert an Planungsprojekten. Das gilt auch für andere Bereiche. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass der Personalabbau in den letzten Jahren nicht reduziert wurde. Und deswegen bleibt es für uns dabei. Wir brauchen ein Ausbauprogramm. Wir brauchen Hessen Mobil, das völlig neu aufgestellt wird. Weil die Straßen und Schienen, die nicht geplant werden, die werden anschließend auch nicht gebaut. Und wir werden bei diesen Projekten auch nicht 30 Jahre warten können, sondern wir müssen die Planungs- und Bauzeiten deutlich verkürzen. Ich will mir an der Stelle eine kleine Nebenbemerkung nicht verkneifen. Die Flughafenpolitik will ich heute nicht ins Zentrum stellen, aber ich will zumindest hier zu Protokoll geben, dass wir durch die Ereignisse der letzten 2 Jahre für uns festhalten, dass der ursprüngliche Konsens, Herr Bouffier, zu den 3 ausbaubefürwortenden Fraktionen zwischen CDU, SPD und FDP durch ihr konkretes Handeln in den letzten Jahren schlicht und einfach aufgekündigt wurde, und zwar einseitig. Ich will das einmal hier hinterlegt haben, damit es dokumentiert ist. Und da will ich sozusagen gar nicht in die Details gehen. 2 Punkte will ich allerdings für uns am heutigen Tage festhalten. Ich bleibe dabei, dass das, was ich vor einigen Monaten hier bereits gesagt habe, auch weiter unser Ziel bleibt. Ich glaube, dass es richtig und notwendig ist, mit Blick auch auf die Rolle für Infrastrukturentwicklung und Daseinsvorsorge, dass der Landesanteil an der Fraport AG wieder erhöht werden muss, auch und gerade um die Chancen der Erneuerung der Systempartnerschaft zwischen Fraport und Lufthansa zu verbessern. Zweitens. Der von Ihnen mitzuverantwortende Subventionswettbewerb um die billigsten Arbeitsplätze am Frankfurter Flughafen stößt nach wie vor nicht auf unser Einverständnis. Und wir werden alles darauf richten, diesen zu beenden. Und damit komme ich zu einer dritten Bemerkung, die viel mit der Verkehrswende zu tun hat, Herr Boddenberg. Wir halten die Verkehrswende für einen zentralen Punkt der sozialökologischen Modernisierung unserer Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten. Und ich will offen bekennen, dass die Arbeitsteilung zwischen Bündnis 90 Die Grünen und der Sozialdemokratie in den letzten Jahren, die Grünen für Öko, die Sozis für Soziales, dass ich diese Aufgabenteilung für falsch halte und dass wir sie korrigieren müssen. Dazu gehört aus meiner Sicht auch,
dass wir einen Neustart der Energiewende in Hessen brauchen. Ein Neustart, der sich auch und ausdrücklich stärker auf Fragen der Energieeffizienz und der Energieeinsparung orientiert. Ein Neustart der Energiewende, der die Akzeptanzfragen neu aufruft, weil wir so viele Konflikte haben, und zwar völlig egal, in welchen Parteien. Ja, ich kriege Anrufe von Kollegen aus der Union, von Kollegen, also Basis vor Ort, der Grünen, aber auch der Sozialdemokratie, die mir wechselseitig erklären, warum Anlagen der erneuerbaren Energien bei Ihnen vor Ort mal gerade gar nicht gehen. Und mal grundsätzlich aber trotzdem der Auffassung bin, dass die Energiewende irgendwie funktionieren muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden darüber zu reden haben, wie wir in der Nachhaltigkeitspolitik auch an anderen Stellen über Kurskorrekturen reden müssen. Ein weiteres Thema, das ich ganz oben auf der Tagesordnung dazu sehe, ist auch der Umbau von Hessen Forst mit Blick auf das Thema nachhaltige Waldwirtschaft. Ich glaube, dass man Hessen Forst ein gutes Stück weit befreien muss aus seiner Umklammerung als Wirtschaftsbetrieb und stärker neu ausrichten auf einen Betrieb, der in der Lage ist, nachhaltige Forstwirtschaft, zu welchen Standards dann auch immer, die diskutieren wir ja im Moment noch ganz munter, am Ende auszubauen. Es bleibt für mich aber ein entscheidender Punkt, und das will ich am heutigen Tag auch noch einmal am Ende zu diesem Kapitel formulieren. Auch bei der Energiewende gilt, man muss sie nicht nur wollen, sondern muss sie auch können. Damit komme ich zum vierten Punkt. Zukunft für Heimat und Zugehörigkeit. Und auch hier will ich sagen, Herr Bouffier, Sie regieren seit 18 Jahren. Und Sie haben 18 Jahre eine Politik der Zentralisierung und des Rückzugs aus der Fläche betrieben. Und jetzt haben Sie eine Umfrage gemacht, wie ich am Freitag gelesen habe. Und wegen der Umfrage kommen Sie zum Ergebnis, man muss jetzt was für den ländlichen Raum machen. Ich will Ihnen offen sagen, wir hätten dazu keine Studie gebraucht. Und meine Vermutung ist, Herr Ministerpräsident, dass wenn Sie eine Studie mit einem anderen Ergebnis gekriegt hätten, dann hätten Sie wahrscheinlich irgendein anderes Programm entwickelt, in dem Sie aber anschließend auch erklärt haben, dass Sie das sowieso schon immer so gemacht haben. Das ist genau das, was Sie machen. Ministerpräsident stimmt zu. Ich kann nur sagen, so ein Zugang zu solchen Fragen erinnert mich eher an wahllos, ziellos, konzeptionslos. Und es ist ganz offensichtlich so, dass Sie mit niemandem, Herr Boddenberg, diese Sachen vorabgestimmt haben, außer mit Ihren Werbeagenturen. Das ist offensichtlich. Und am Ende ist übrig geblieben ein Sammelsurium von Punkten, die Sie sowieso machen. Der dickste Brocken ist, dass Sie mal alle Positionen im kommunalen Finanzausgleich zusammengezählt haben. Die Frage, wie viele Mittel Sie eigentlich zusätzlich aufwenden zu dem, was Sie im letzten Jahr sowieso gemacht haben, und was jetzt eigentlich das Neue ist, die konnte weder der Wirtschaftsminister noch der Ministerpräsident erklären. Das war, sage ich mal, schon ein erstaunliches Momentum. Aber Hauptsache, Sie haben mit dem neuen Programm eine neue zusätzliche Stabsstelle geschaffen. Das haben Sie hingekriegt. Das haben Sie hingekriegt. Offensichtlich trifft der Punkt, aber wir kommen dazu gleich noch einmal im Detail. Ja, es geht uns ums Thema, Herr Generalsekretär, es geht uns um Thema. Und deswegen gibt es einen einzigen Punkt, den ich in der Tat interessant finde und auch richtig. Also zu den Hotspots habe ich schon etwas gesagt, weil der Hotspot nutzt im Odenwald gar nichts, wenn die Verkehrsanbindung trotzdem nicht kommt. Aber der Punkt mit den Geschmeindeschwestern, den finde ich richtig gut. Erstens ist er an vielen Stellen schon erprobt worden. Es gab ja auch ein paar Modellprojekte in einem Wahlkreis, der uns beiden sehr bekannt vorkommt. Wir kennen alle Beteiligten. Das ist ein gutes Projekt. Der Landrat des Odenwaldkreises hat auf die Probleme hingewiesen. Ich will allerdings darauf sagen, dass alleine mal so 50 Stellen in den Raum zu stellen, natürlich noch keine Lösung ist. Ich will sagen, dass wir über weitergehende Varianten reden. Und ich will das offen sagen, Herr Arnold. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im Rahmen des LWVs oder von Vitos, um mal einen Träger, einen potenziellen Träger zu nennen, in der Tat systematisch das Thema Gemeindeschwestern
und Pfleger im gesamten ländlichen Raum zu entwickeln. Ich halte das für richtig gut. Und wir haben ja jetzt eine neue Verbandsspitze mit Susanne Selbert in einer Koalition aus SPD, Bündnis 90 Grünen, FDP und Freien Wählern, die letzte Woche erfolgreich konstituiert. Ich bin ziemlich sicher, dass der Verband jetzt in der Lage ist, auch Politik zu machen. Ich weiß nicht, was daran merkwürdig ist, Herr Bouffier. Ich habe nur festgestellt, Sie brauchen offen. Bemerkenswert. Ja, dann freue ich mich auf die Replik. Genau. So, fünfte Bemerkung, die ich machen will am heutigen Tage, ist, wir werden auch über den modernen, handlungsfähigen Staat zu reden haben, weil auch der Zukunft ausmacht. Da geht es nicht nur um das Thema Digitalisierung. Aber im Rahmen der Digitalisierung muss es aus meiner Sicht Ziel sein, dass auf absehbare Zeit möglichst alle öffentlichen Dienstleistungen, die man sozusagen über Formulare oder Ähnliches erwerben kann, zukünftig auch online zu erwerben sind. Das muss ein erklärtes Ziel sein im Rahmen der Digitalisierungsstrategie eines Landes. Das geht aus meiner Sicht nur im engsten Verbund mit der kommunalen Seite. Aber es ist für mich ein wesentlicher Punkt von Staatsmodernisierung, dieses Thema aufzunehmen. Das ist aber nicht das Einzige. Das Zweite ist, dass wir einen Pakt für Beschäftigung und Staatsmodernisierung mit den Gewerkschaften und den Beschäftigten brauchen. Und ich will das an der Stelle mal ausdrücklich sagen. Die Handlungsfähigkeit unseres Landes, unseres Staates und des öffentlichen Dienstes resultiert in aller Regel nicht aus den Grundsatzdebatten des Hessischen Landtags, sondern sie resultiert in dem hohen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes von der Polizei über die Feuerwehr bis zu all den anderen Dienstleistungen in der Schule, in der allgemeinen Verwaltung, bis hinein zu den Reinigungskräften, denen ich an diesem Tag ausdrücklich Dank sagen will für dieses Engagement. Und ich erwähne das auch deswegen, weil Ihre Personalpolitik nach Gutsherrenart in den letzten Jahren ganz erheblich auch für Verbitterung und Enttäuschung bei Beschäftigten gesorgt hat. Und deswegen wird das ein Punkt sein, den wir mit einer neuen Regierung nach der Landtagswahl 2018 auf neue Füße stellen wollen. Das ist, ja, wollen. Natürlich wollen wir das. Noch gibt es ein Votum der Bürgerinnen und Bürger, die darüber entscheiden werden, wie der Hessische Landtag in Zukunft aussieht. Ja, das mag manchen nicht gefallen, Herr Boddenberg. Das merke ich an verschiedenen Stellen. Aber wir wollen regieren, und unser Ziel ist, dass wir es auch werden. Ich will an dieser Stelle eine weitere Bemerkung machen. Weil die Wirtschaft blühen kann und dennoch Menschen leiden. Und ich finde, auch das muss am heutigen Tage zumindest kurz ein Thema sein. Das, was wir im Moment beispielsweise. Ich habe es schon im Griff. Ich sehe schon, woher was kommt. Ich denke, manchmal ist es auch geplant, manchmal auch nicht. Sie haben das Wort. Ich will das ausdrücklich mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen bei Siemens, Continental und anderen sagen. Auch das muss eine Rolle für die Landespolitik spielen, was in solchen Unternehmen und in solchen Standorten passiert. Unsere Möglichkeiten der Intervention sind sicherlich begrenzt am heutigen Tag. Deswegen werden wir sicherlich auch darüber zu reden haben, welche anderen Möglichkeiten gibt es. Und ich will das offen sagen. Ich bin ernsthaft dafür, darüber nachzudenken, ob man nicht neue Regeln schafft, die z.B. auch gesetzlich verhindern, dass Unternehmen, die exorbitante Ertrags- und Gewinnmargen haben, ob sie in dieser Art und Weise Personal freisetzen oder entlassen, Standorte schließen, ohne dass Mitbestimmungsregeln eingehalten werden müssen. Ich halte das in der Tat für eine Aufgabe, die der Gesetzgeber regeln muss. Und damit will ich zum letzten Punkt kommen. Für uns bedeutet die Frage der weiteren Entwicklung auch, die Demokratie und politische Kultur neu aufzusetzen. Und das sind die einzigen Bemerkungen, die ich jetzt heute in dieser Form parteipolitisch machen will. Ich will deswegen an dieser Stelle aber eine kleine Bilanz ziehen für mich aus dieser Periode. Ich schätze, und das wissen auch alle, dass ich von Grund auf ein Rot-Grüner bin, die Kraft grüner Ideen.
die uns an vielen Stellen in den letzten Jahren, Jahrzehnten weitergebracht haben. Zweifelsfrei haben Sie als Bündnis 90 Die Grünen in den letzten 4 Jahren auch manches besser gemacht an politischer Ausrichtung. Das ist an vielen Einzelprojekten dokumentiert, und das haben wir an vielen Stellen übrigens auch unterstützt. Wenn es allerdings ernst wurde, waren wir leider nicht immer mit Ihnen zufrieden. Das gilt für den Bildungsgipfel, das gilt für den Untersuchungsausschuss Biblis, das gilt für die Abschiebungspolitik in Hessen, das gilt für den Integrationsplan, das gilt auch für die Debatte um die Ehe für alle. Ich will das ganz offen sagen, Herr Boddenberg, Respekt in der Debatte damals wäre auch gewesen, die Abstimmung freizugeben, so wie im Deutschen Bundestag. Und wir waren auch sehr enttäuscht über Ihre Positionierung zum Thema Leuschner, nämlich zu erklären, dass wir hier eigentlich gar nichts zu bewerten haben. Aber die eigentliche Bewährungsprobe kommt noch für Sie, das wissen Sie auch. Das ist der Umgang mit dem NSU-Untersuchungsausschuss. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Die zweite Bemerkung, die ich machen will, in Ihre Richtung und dann auch gleich im Übergang zu dem anderen Koalitionspartner. Das mit den Minderheitenrechten, und Sie sind ja aus einer basisdemokratischen Bewegung entstanden, da sollten wir in der Tat noch einmal drüber reden. Also wenn selbst nicht einmal mehr große Anfragen angemessenen Fristen beantwortet werden. Mein Lieblingsbeispiel ist im Moment die Stiftungsanfrage, die seit 13 Monaten zur Beantwortung vorliegt, weil es ganz offensichtlich so ist, dass Sie sie nicht beantworten wollen. Wie andere übrigens auch. Ist das ein Punkt, wo Sie sich über Ihre eigenen Maßstäbe noch einmal klar werden müssen? Und damit komme ich zur Union. Sie hatten 18 Jahre Zeit, Ihre Leuchttürme zu vollenden. Keiner dieser Leuchttürme ist bis heute beendet worden. Herr Koch hat, als er Ihnen den Stab übergeben hat, zumindest theoretisch die Möglichkeit erhöht, dass er mal eine Baustelle abschließt. Sie haben erst gar keine begonnen, Herr Bouffier. Getreu dem Motto, in Zeiten wie diesen kämpfen Sie für Ihren eigenen Arbeitsplatz. Sie haben sich hier häufiger in den letzten Jahren als der Bestimmer aufgespielt. Und ich glaube, dass Ihnen selbst inzwischen, wie die andere Eigenbeschreibung, Sie inzwischen wissen, dass Sie da einen schweren Fehler gemacht haben, sich selber als den Bestimmer zu beschreiben. Sie haben Copy and Paste. Es geht nicht um Skandal, Herr Boddenberg, es geht um politische Kultur. Das ist eine andere Kategorie. Ich bitte mal die Saaldiener, dafür zu sorgen, dass auf der Tribüne Ruhe ist, sonst muss ich die Tribüne räumen lassen. Bitte nehmen Sie Platz und schweigen Sie. Danke schön. Bitte schön. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen die Redezeit komplett dazu. Sind wir soweit? Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben weiterhin das Wort. Augenblick. Zu dem Selbstbedienungsladen habe ich vorhin einiges bereits gesagt. In der Regel fallen CDU-Wahlverliererinnen und Verlierer sehr weich in der Staatskanzlei oder in anderen Behörden. Ich will das offen sagen, das, was Sie sich rund um den Hessentag und die OB-Wahl in Rüsselsheim mit den Mitteln kurz vor Torausschluss noch erlaubt haben, wirklich ein ganz besonderes Stückchen war, wie Sie versucht haben, in eine solche Direktwahl am Ende einzugreifen. Die entscheidende Frage für mich, und das ist meine letzte Bemerkung, Herr Bouffier, ist allerdings, die mich wirklich seit langem beschäftigt. Sie wissen, dass wir im Rahmen der Humanitätskrise Ihnen einen Pakt angeboten haben, mit dem wir für lange Zeit auf Profilierung verzichtet haben. Dafür haben wir auch einen Preis bezahlt. Die entscheidende Frage, die ich mir in den letzten Monaten immer und immer wieder gestellt habe, auch nach unseren jüngsten Verwerfungen, wären Sie eigentlich, wenn Sie damals an meiner Stelle gesessen hätten, an denselben Punkt gekommen, wie ich es damals getan habe? Hätten Sie genauso gehandelt angesichts dieser Situation? Sie und ich, wir kennen die Antwort auf diese Frage. Sie hätten es nicht. Und genau das ist, wenn alle inhaltlichen Fragen am Ende schon einmal durchdekliniert sind, eine der Entscheidungsfragen, die im nächsten Jahr bei der Wahl ansteht. Herzlichen Dank.